hier haben wir Lasten mit bis 3,7 Tonnen. Was generell schon langsam gegen die Leistungsfähigkeit geht, plus halt Sommertemperaturen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt heute Morgen früh haben wollen, also starten fliegen. Ja, heute steht Stützenstelle auf dem Programm mit dem Super Puma. Ja, wenn ihr hinter euch seht, sind ja die Stützelemente, die wir aufeinander überstapeln. Ja, ist wichtig, dass die Monteure, Flughelfer besprechen, wie es abläuft. Und dann der Flughelfer besprechen mir die nötigen Anweisungen gibt und mich auf Einführhilfe und so Sachen darauf hinweist, dass wir alles vom Gleichen reden. Und so klappt es dann auch. Also im ersten Stoss sind 112, im zweiten 96 und im dritten sind 84 Schrauben montiert worden. Also das heisst, pro Stütze sind es nahe 300 24er HV-Garnituren drin. Ja, wichtig ist, dass man sicher gut vorbereitet, Löcher anzeichnet, weil es zum Oberrein muss zusammenpassen. Ja, und das Wichtigste ist, die Finger nie einklemmen. Ja, normalerweise sind wir eigentlich uns gewöhnt, dass die Rundrohrstützen weiter auseinander sind, nicht so nahe aufeinander. Hier ist jetzt speziell daran, dass die Sättel aufliegen über zwei Stützen rein. Da wird nachher eigentlich die Herausforderung sein, dass wir die genau zueinander richten, dass die Sättel drauf passen.